Am Ende des 19. Jahrhunderts zählte das Fliegen noch zu den Abenteuern der Verrückten. Doch mit dem Erstflug des Flyer One der Gebrüder Wright im Jahre 1903 begann die goldene Zeit der Luftfahrt. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebte die zivile Luftfahrt eine rasante Entwicklung. Innerhalb eines Jahrzehntes entstand mit großem Enthusiasmus und Abenteuergeist ein weltumspannendes, völkerverbindendes Flugnetz für Fracht- und Passagierflüge. Mit der Abteilung Luftverkehr der Junkerswerke gründet Junkers ein eigenes Unternehmen zur Organisation des Inlandflugverkehrs. Die Junkers Luftverkehr AG ging 1926 durch die Fusionierung mit dem deutschen Aero-Lloyd in der deutschen Lufthansa AG auf. Neben dem Komfort an Bord stieg auch die Zahl der jährlich zurückgelegten Flugkilometer von 1921 mit 350.000 Kilometern kontinuierlich an und erreichte 1928 die Marke von 12 Millionen Kilometern. Mit Flugzeugen wie der DO-X von Dornier und der Junkers G38 sowie dem Nurflügler stieß der Flugzeugbau an die technischen Grenzen des damals Machbaren.